Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Worüber sprichst du? Ich meine unsere Flussfahrt. Ich meine... Jetzt fang bloß nicht wieder damit an, ja? Wir haben das schon 100-mal besprochen. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und das Wetter soll auch schlechter werden. Liebling, lass uns doch irgendwas anderes machen. Nun mach aber mal einen Punkt, ja? Ich habe diese Tour schon zigmal gemacht. Da ist überhaupt nichts dabei. Du wolltest doch einen gemeinsamen Urlaub. Du wolltest doch allein sein, also. Ja, natürlich, aber... Was aber? Was passt dir jetzt schon wieder nicht? Was mir nicht passt, dass wieder alles nach deinem Kopf geht. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du weißt genau, wie es im Moment in der Klinik aussieht. Du weißt, wie dieser Dr. Weiß an meinem Stuhl sitzt. Du weißt, wie sehr ich habe kämpfen müssen um diese paar Tage Urlaub, obwohl ich mir Urlaub gar nicht leisten kann. Das weißt du doch. Ja, schon. Natürlich. Also, ich habe doch bewiesen, dass ich bereit bin, für unsere Ehe was zu tun. Da kann ich doch ein wenig Entgegenkommen erwarten, was unser gemeinsames Urlaubsziel anbelangt. Und ich bin doch so gerne auf diesem Fluss. Das weißt du doch alles. Es ist ja in Ordnung. Ich komme ja mit, aber... Kein Aber, Liebling.
Wir haben eine gemeinsame Entscheidung gefällt. Und wir werden uns beide an die Abmachung halten. Und damit basta! Ja, hallo? Hey Mann, Alter, wo bleibst du denn? Ja, okay, dann. Ich bin in jedem Fall da, wenn du ankommst. Ja, ich muss Schluss machen, da ist jemand an der Tür. Ja, ich bin ja da, so, oder? Ja, das ist doch schwer offen. Also dann, bis später. Ciao. Hey, Kinder! Lass den Scheiß! Arschloch! Ich kann's kaum glauben. Ich freue mich so, dich zu sehen! Warte einen Moment. Komm, lass uns reingehen. Hinein in die gute Stube. Ha? Setz dich. Sag mal, seit wann hast du so ein Handyteil? Ist nur geliehen, aber ich lasse es hier. Schön ist es hier. Wie lange wohnst du schon hier? Du, erst seit ein paar Wochen. Aber ich denke, für den Anfang reicht's. Und, hast du schon was in Aussicht? Ich habe mich auch nicht richtig drum gekümmert. Ich habe da einfach keinen Plan. Ich gehe vielleicht weg oder so. Ich weiß es einfach nicht. Ich denke, vielleicht bringt der Fluss eine Idee. Erzähl schon, hat alles geklappt? Sind wir bereit zum Ablegen? Klar, Mann. Die Boote stehen in der Garage und morgen früh geht's auf den Fluss. Ich kann es aber noch nicht glauben. 4 Tage. Auf dem Fluss. 4 Tage. Mann, du sollst nicht an nächste Woche denken. Jetzt lass uns erstmal ein bisschen Spaß haben. Kannst den Wodka von drüben nehmen. Bier ist auch noch da. Nee. Dieser Anlass schreit nach einer gepflegten Sportzigarette. Deine Gitarre dabei. Ich dachte, du hast offen, das zu spielen. Ja, ich denke, ich fange wieder an. Ich habe gehört, dass du mal richtig gut warst. Ich war ganz brauchbar. Aber in erster Linie war ich echt bescheuert. Ja, klar. Das wollen wir auch. Du sag mal, wenn du irgendwas brauchst, du kannst hier eine Zeit lang bleiben. Hier rum, wenn du willst, solange bis du was gefunden hast. Ich meine, oder? Nein. Du, das war nur ein Angebot. Lass gut sein. Du hast schon genug für mich getan. Ich war nur ein Angebot. Ich komm schon auf diesen gottverdammten Trichter. Du hast doch getönt, dass man auf dem Fluss auf die richtigen Gedanken kommt. Wenn ich ganz, ganz ehrlich zu dir bin, habe ich Scheiße erzählt. Ich habe dich angelogen. Ich war selber noch nie auf so einer Tour. Du Arsch! Komm. Ich dachte, du wärst so ein scheiß Paddelprofi.
Scheiße, Mann. Ich denke, wir werden schon nicht verloren gehen. Und was, wenn uns die wilden, wilden Bestien fressen? Weißt du, fressen und gefressen werden, das ist das Gesetz da draußen. Der wilden Natur. Das Gesetz des Dschungels. By the way, du könntest was für mich tun. Du könntest mir die Haare machen. Bin ich ein schwuler Friseur oder was? Kannst du deine Birne selber schälen? Er muss Ja sagen zum Tod und zum Leiden, zum Kampf, zur Schuld und zum Schicksal. Tut er dies in allem Ernste, dann kann es geschehen, dass er eben im Aushalten der Grenzsituation zu seiner eigentlichen Existenz gelangt. Wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsituation offenen Auges eintreten. Das ist wirklich sehr schön. Tja. Wenn das Wissen um das Wirkliche die Angst steigert, Hoffnungslosigkeit mich in der Angst vergehen lässt, so scheint sie die Unausweichliche zu werden. Die eigentliche Angst ist die, die sich für das Letzte hält, aus der kein Weg ist, in den ich in den bodenlosen Abgrund der endgültig letzten Angst versinke. Das ist die Situation der Verzweiflung. Der Blick in der Starre. Das Fleisch müsste langsam fertig sein. Sag mal, hört der uns überhaupt noch zu? Wenn wir nicht weiterkommen und ich was zu essen kriege, dann freuen wir uns.
Ja, 3 Minuten. Da kommt da vorne ein Hilton-Hotel. Die haben hervorragendes Essen. Ha, wahnsinnig komisch. Was glaubst du, was wir hier machen? Pauschalurlaub im 5-Sterne-Schuppen? Nein, aber auch keine Lebenstraining. Leistung. Ausdauer. Sagen dir diese Worte was? Ja, aber sie klingen komisch, wenn du sie sagst. Hey, ich sag's dir, das wird der Trip deines Lebens. Keine blöden Typen, die dich anmachen. Bier bis zum Abwinken. Und vielleicht mit etwas Glück finden wir auch eine geile Campingbar. Schnösel nicht leiden kann. Weingut in der Toskana. Hey, genieß doch unseren Ausflug hier. Hä? Überlass alles mir, okay? Naja, dann zeig mal, was du kannst, du alte Freibeute, und verrat mir endlich, wo du unseren Proviant versteckt hast. Na also, so gefällst du mir schon besser. Da hinter dir in der Tasche, schau mal. Da? Ja. Du musst schieben. Schieben! Nicht ziehen! So geht das nicht weiter mit uns beiden. Hey, alles in Ordnung bei euch? Nein, aber... Oh, wir stehen gerne im Wasser. Wir sind ja draufgerauscht, ne? Wart, ich helfe euch! Ihr müsst weiter links rüber mit dem Boot. Okay, da! Hey! Nob, mein Name! Nob! Das ist Susanne, meine Frau! Na los, darüber! Na, die Gesprächigsten seid ja nicht gerade! Danke! Hey, seid ihr zum ersten Mal auf dem Fluss? Allerdings! Ich kenne diese Gegend hier ganz gut. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch ein Plätzchen zeigen. Susanne und ich, wir fahren dahin für ein paar Tage. Wollt ihr mitkommen? Hey, warum nicht? Shit! Hey!
Hier sind wir schon. Wow. Gehört das Ihnen? Nein. Das gehört einem Kollegen von mir. Der überlässt sie mir, wenn ich in der Gegend bin. Der ist sowieso so gut wie nie da. Liebling, weißt du, wo die Schlüssel sind? Ja, du hast sie doch aus dem Handschuhfach rausgenommen. Nein, du hattest sie doch gehabt. Du. Ach Quatsch, du hast sie doch gehabt. Hast du sie liegen lassen? Ich doch nicht. Nein. Nein. Ja, wahrscheinlich schon. Na, wunderbar. Oh. Also die Hütte da haben wir gleich auf. Kein Problem. Da ist ein Spezialist drin. Wollen Sie da etwa einbrechen? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Außerdem könnten wir sie da nicht wieder schließen. Die Hütte stünde Wochen, vielleicht sogar Monate offen. Nein, wir bleiben einfach hier draußen. Das Wetter ist doch wunderbar. Ja, ich hab's ja gewusst. Kommt, okay, Jungs, wir holen die Zelte. Sicher, dass wieder alles so wird, wie es ganz am Anfang war. Dann muss ich aber noch einiges ändern. Hm? Ich weiß. Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. Aber das ist jetzt vorbei. Wir gehören zusammen. Passen Sie doch auf, das ist teures Kristallglas. Entschuldigung. Tut mir leid. Wieso musst du auch die teuren Gläser mitnehmen? Na, hierfür hätten es doch auch diese Plastikbecher hier getan. Ich habe mich entschuldigt. Ist das okay? Will jemand einen Zug? Ja, warum eigentlich nicht? Wisst ihr, als Mediziner kann ich eigentlich nur bestätigen, dass das Zeug gar nicht so schlecht ist. Sie sind Arzt? Wow. Ich hätte immer Respekt vor Leuten, die so richtig was drauf haben. Kopf meine ich. Das ist halb so wild. Und wenn wir schon zusammen rauchen, dann sollten wir uns auch duzen. In Ordnung. Du würdest dich wundern, was es für bescheuerte Ärzte gibt. Hier, Mann. Was macht ihr denn so? Eigentlich nichts Wesentliches. Wir schlagen uns so durch. Ich hatte in letzter Zeit nichts Festes. Keinen festen Job oder so. Deswegen wollte ich auf den Fluss Abstand gewinnen. Für meine Zukunft nachdenken. Und was machst du so? Ich bin Modedesignerin. Da könnte es alles ziemlich inspirierend für dich sein. Die Natur, die Farben. Bis jetzt hält sich meine Inspiration in Grenzen. Hallo? Dr. Weiß? Nein, ich bin hier im Urlaub. Ja, ich dachte, das wäre bekannter. Na, ich bin hier mitten in der Wildnis. Ja, gut, bis Montag dann. Wiederhören. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass du das verdammte Ding abschaltest. Wir machen hier Urlaub, mein Guter. Ich weiß, ja, tut mir leid. Ja, du hast recht. Okay.
wir waren gerade auf dem Weg, um uns einen Platz für die Nacht zu suchen. Und da haben wir eure Boote gesehen und dachten uns, naja, wir schauen einfach mal vorbei. Kann ich einen Schluck Wein haben? Ja, trinken Sie ruhig. Dafür gibt's auch Gläser. Die sind aber alle benutzt. Man kann sie auch sauber machen. So ist der Wein doch nun wirklich kein Genuss. Was wissen Sie denn von wahrem Genuss? Wären Sie vielleicht so freundlich und könnten mir das Glas reinigen, damit ich in den wahren Genuss dieses Wein kommen kann? Bitte, meine Teuerste. Hey, wie ist das Wetter auf eurem Planeten? Entschuldigung, ja? Mein Name ist Bob. Das ist meine Frau Susanne, Walter und Daniel. Ich werde jetzt diese Gläser säubern und dann möchte ich bitte mit meinem Urlaub beginnen. Halt. Wir wollten nicht aufdringlich sein. Ach ja? Wir sind schon eine Weile hier draußen und vielleicht haben unsere Umgangsformen gelitten. Ach, das geht schon in Ordnung. Ich paddle ja schließlich auch nicht durch die Gegend, um an einem Höflichkeitswettbewerb teilzunehmen. Aber jetzt rückt eure Namen raus. Ach, tut mir leid. Ich bin Linda. Und das ist mein Freund. Gekotzt! Gibt's in der Hütte noch ein Telefon? Da gibt's doch nicht mal Strom da drin. Oh. Wir können ihn nicht da unten liegen lassen. Ja, aber wir kommen hier heute nicht mehr weg, meine Damen und Herren. In einer halben Stunde ist es dunkel. Gehen wir nicht mal bis zum Kraftwerk und jetzt den Strom schnell. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat recht, verdammte Scheiße. Scheiße! Scheiße! Ich geh wegen dieser Scheiße nicht wieder in den Knast! Deine bekackte Fresse, ja. Dasselbe gilt auch für mich. Ich bin auf Hafturlaub draußen. Und
dich auf Bewährung. Wieso habt ihr uns das nicht vorher gesagt? Wieso? Hätte das einen Unterschied gemacht? Muss ich als Knacki einen Stempel auf den Kopf tragen? Verdammte Scheiße! Beruhige dich bitte. Es bringt jetzt überhaupt keinem was. Was schaust du mich so blöd an? Glaubst du, wir haben den Typen auf dem Gewissen? Ruhig. Weswegen? Weswegen was? Weswegen habt ihr gesessen? Das geht dich einen Scheiß an! Kapiert? Körperverletzung mit Todesfolge. Gott, könnte bitte irgendjemand diese Frau beruhigen? Du hältst dein Maul! Du hast heute schon genug ausgekotzt! Ihr beide geht mir tierisch auf den Sack! Bis ihr beide hier ankam, war alles wunderbar! Und jetzt haben wir eine Leiche am Hals! Vielleicht habt ihr diese Scheiße angerichtet! Vielleicht geht ihr auf euer Konto! Hörst du? Glaubst du das? Na klar, wir waren's. Das ist so. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass zwei wildgewordene Knackis, wie ihr es seid, so eine solche Schweinerei fähig werden. Du willst wissen, wozu ein wildgewordener Knacki fähig ist? Das willst du wissen? Oh! Hey Mann, du blödes Arschloch! Hört bitte auf mit diesem Scheiß! Vielleicht ist dieser Mistkerl ja da draußen und beobachtet uns. Rühr ihn noch einmal an und ich mach dich kalt! Ja, vielleicht hat er es ja auf uns alle abgesehen. In dieser Hütte sitzen wir in der Falle. Wir müssen hier draußen bleiben und alles im Auge behalten. Da hat er recht. Dieser arme Mann da unten. Ist das Opfer eines sadistischen Psychopathen? Ich will hier niemanden. Die ohnehin schon beschissene Laune verderben. Aber ich glaube, dass hier sogar Kannibalismus mit im Spiel ist. Gut, ich denke, dass niemand von uns zu so etwas fähig ist. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen die ganze Nacht zusammenbleiben. Niemand darf sich von der Gruppe trennen. Nicht mal zum Pinkeln. Habt ihr das verstanden? Und wir werden Wache halten. Und falls wir einschlafen... Glaubst du nicht mehr, als dass irgendjemand ein Auge zukriegen wird? Und ich sag's nochmal. Wir sollten unsere beiden neuen Gäste hier im Auge behalten. Oder noch einmal, Schraufe! Hört auf mit dem Scheiß! Wir werden jetzt die Leiche hier hochbringen und mit irgendetwas abdecken. Da können wir nur noch abwarten. Es gibt keine andere Möglichkeit! Dieser scheiß Kadaver bringt uns alle nur in unnötige Schwierigkeiten. Also, warum schmeißen wir die Leiche nicht einfach wieder in den Fluss? Denk doch mal nach, bitte. Oder wir könnten ihn irgendwo begraben. Jawohl, begraben wir ihn einfach. Du kannst das nicht verstehen. Aber Daniel und ich geraten unter Umständen in eine gewisse Erklärungsnot vor unserem Bewährungsrichter. Sag mal, bist du jetzt völlig irre? Da ist irgendwo ein Serienkiller unterwegs. Ein psychisch kranker Mörder. Willst du die Verantwortung für weitere Leichen übernehmen? Nein, natürlich nicht. Na, dann komm jetzt und hilf mir. Komm jetzt! Ich kenne immer noch nicht deinen Namen. Ich bin Phil. Phil ist mein Name. Und? Seid ihr aus der Gegend? Nein, wir sind nur so unterwegs. Ach, das sind wir doch irgendwo alle. Also was treibt ihr hier wirklich? Hast du schon mal von Nomaden gehört? Scheiße. Wir streifen durch die Gegend und leben von dem, was die Natur uns schenkt. Und was wir noch so finden. Ja, ich verstehe. Zeichen der Naturfreaks. Natural born Hippies. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Far out, Pisser. Was weißt du denn schon von echter Freiheit? Hä? Ihr seid doch alle nur hier, um einen Weg erholt zu tanken und dann kehrt ihr wieder zurück in eure Gefängnisse und funktioniert nach Regeln, die andere für euch schaffen. Wir beide. Wir sind wirklich frei. Aber ihr folgt nur hinterher. Ich hab's ja schon mal gesagt, ich gehe nicht wieder in den Scheißknast. Die Gesellschaft ist der Knast.
Der Knast ist in dir. Hier draußen machen wir ja unsere eigenen Gesetze. Wir brauchen keine Gesetze und keine Moral mehr. Was du da redest, ist Blödsinn. Dieser gottverdammte Psychopath da draußen, der lebt auch nach seinen eigenen Regeln. Und? Kannst du das gutheißen? Ich denke, er folgt seiner inneren Stimme. Seiner Vision. Ich kann seine Taten nicht verstehen, aber ich verstehe seinen Weg. So, jetzt kriege ich langsam genug. Könntest du bitte wieder die Schnauze halten? Ich muss mal kurz austreten. Du kannst jetzt nicht weg. Wir schauen nicht hin, du kannst hier pinkeln. Ich muss aber nicht pinkeln. Ich habe meine Tage, okay? Da brauche ich ein bisschen Diskretion, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Du kannst unser Zelt nutzen, wenn du dein Tampon wechseln willst. Aber wenig von deinem Fleck. Danke, das ist eine gute Idee. Also, meine Herren, es ist richtig, wenn es so einen Menschen tot zu schlagen. Erzähl doch mal. Nicht so schüchtern, bitte. Fick dich. Okay, was machst du? Na komm, auf! Na komm her! Komm! Hey, 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 warte, bleib! Komm! Ja, auf, dann noch auf! Nicht bescheuert! Ach, lass es! Reicht es! Okay. Na, meine Herren, alle mit den Nerven ein bisschen zu Fuß. Sie würden doch einer menstruierenden Frau nichts antun, oder? Okay. Scheißmessermann! Bleib cool, bleib cool, bleib cool! Da war was im Wald, irgendein Geräusch, okay? Bleib cool. Merkt ihr es nicht? Der tut doch nur so! Du Arschloch, tust doch nur so! Ich sollte dich ja doch schnell fertig machen! Da war ein Geräusch im Wald, Mensch! Da war wirklich was, jetzt beruhig dich endlich! Ihr pennt hier alle und Phil ist der Einzige, der Wache hält. Und daraus drehst du mir jetzt noch einen Strick, oder was? Okay, okay, bleib cool, ganz ruhig. Phil, was war es, was du gehört hast, ha? Also bitte, es ist alles schon schlimm genug, beruhigt euch doch. Dann bleiben wir eben zusammen wach. Exzellenter Vorschlag, Susan. Aber ich bin jetzt bedient. Verstehst du? Also, Daniel und ich, wir werden uns unsere Ärsche den Fluss runterschaffen. Wir haben absolut nichts mit dieser Leiche zu tun. Und ich habe absolut keinen Bock mehr auf die Gesellschaft unseres hellhörigen Freundes hier. Habt ihr das kapiert? Norb, es tut mir leid, aber dieser Fall wird ohne unsere Mithilfe gelöst werden müssen. Komm, Daniel, wir gehen. Nein, das werden Mensch, wir geh nicht. Doch. Wir werden hier bleiben. Hey, eure Glaubwürdigkeit. Ist das vorbei? Entweder die beiden sind das, wofür du sie hältst, dann können wir Norb und Susan unmöglich alleine lassen. Oder die beiden sind unschuldig. Und dann haben wir auch nichts zu befürchten. Also werden wir hier bleiben, sonst reiten wir uns die ganze Zeit hier selbst in die Scheiße. Ist das klar? Wir bleiben hier und damit basta. Das ist aber schön zu sehen. Welcome back zu unserer Schicksalsgesellschaft. Arschloch, was
Pass auf. Ich habe ein Auge auf. Scheiße. Oh, Scheiße. Was kannst du laut sagen? Oh, Scheiße. Dann war das alles gar kein Traum. Leider nein. Es ist an der Zeit, dass zwei von uns losziehen und Hilfe holen. Ach, genau. Alle? Wir haben zwei Boote. Und was willst du mit der Leiche machen? Weil, liegen lassen, werden wir sie hier auf gar keinen Fall. Vielleicht wartet dieser Killer nur irgendwo in der Nähe, dass er die Leiche ungestört beseitigen kann. Und wenn er die Zeugen auch beseitigen will? Ich denke, zu viert können wir uns verteidigen. Wunderbar, alles klar. Daniel und ich gehen. Genau. So wird das nicht laufen, okay? Ach ja, und wie dann? Denn was ist, wenn ihr euch einfach abseilt und uns alle hier einfach zurücklasst? Hm? Es tut mir leid, aber da ist was dran. Ich werde mit einem von beiden gehen. Na, Spitzenvorschlag. Was dagegen? Hier wird ja keiner freiwillig mitgehen. Vergiss es, vergiss es! Ich denke, er hat recht. So sollten wir es machen. Ja, so machen wir es. Und du? Warum meldest du dich freiwillig? Das musst du doch verstehen. Ich bleib hier bei meiner Frau. Sie braucht mich. Natürlich. Daniel, wie steht's? Mhm. Freiwillige vor? Keine Chance. Ihr könntet doch losen. Okay, es geht in Ordnung. Na denn. Dann habe ich wieder die Arschlochkante gezogen. Was soll's? Okay, kein Gepäck und keine Waffen. Gebt mir eure Messer. Bitte schön. Völlig aus, du verblödeter Idiot! Komm mir nicht in die Quere! Nob, du kannst es nicht verstehen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses kleine Miststück verdammt gefährlich werden könnte. Für uns alle! Du kannst froh sein, dass du mir nicht den Kiefer gebrochen hast. Dann ist ja gut. Sag mal, weißt du, was du da tust? Du bist auf dem besten Weg, wieder in den Bau zu wandern. Weißt du, was los ist, wenn sie dich anzeigen? Hier ist eine Friedensbelehrung, aber mit dem Risiko werde ich leben müssen. Ist gut! Geh weg. Was? Geh weg. Weiter, bitte! Da
Das muss doch jetzt nicht alles noch sein! Nob, glaub mir einfach. Es ist alles nur zu unserem Besten. Oh. Komm mit. Setz dich. Wie lange glaubst du, dauert es, bis wir zurück sind? Wenn alles glatt geht, können sie in 4 bis 5 Stunden im nächsten Dorf sein. Wenn die Polizei dann mit dem Hubschrauber kommt, können sie in 15 Minuten wieder hier sein. Hubschrauber? Wo soll denn hier ein Helikopter landen? 300 Meter da hinten ist eine große Wiese. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt noch einmal etwas für uns spielen. Oh Gott. Oh, könnte mich bitte wieder jemand K.O. schlagen, bevor der mit seinem Gejaule anfängt? Linda, wie geht's dir? Hör zu, wir holen jetzt gemeinsam die Bullen und danach wird sich alles aufhören. Verstehst du? Okay, aber dann beeil dich. Übrigens, da ist es. Walter, komm jetzt bitte wieder von deinem Trip runter, ja, und hör auf zu spinnen. Ich sag dir, was ich jetzt tun werde. Ich werde Linda wieder losbinden. Ein Scheiß wirst du tun! Weißt du, was ich befürchte, Nob? Nö, was? Weißt du das? Ich befürchte, wir haben meinen Freund Daniel mit deinem Scheißpsychopathen in den Tod geschickt. Und ich befürchte weiterhin, dass dieser Scheißpsychopath hier wieder auftauchen könnte und uns alle hier zu Döner verarbeiten will. Und weil ich glaube, dass ich recht habe, sitzt sie hier. Denn ich hätte gerne noch einen kleinen Trumpf in der Hinterhand. Sag mal, könntest du das Boot vielleicht ganz raufziehen? Siehst du das? Dieses Kraftwerk hat einmal das kleine Dorf auf der anderen Seite versorgt. Aber dann hat jemand entschlossen, das Ding vom Netz zu nehmen. Es sei unrentabel, hieß es. Also mussten auch die Leute aus dem Dorf gehen. Aber so wurde es halt beschlossen. Diese nutzlosen Idioten. Hey, Phil, mir reicht's jetzt. Ich will deinen Sozio-Scheißdreck einfach nicht hören. Es interessiert mich einfach nicht. Und jetzt lass uns das Boot holen. Hey! Hm? Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bleibst vorne. Hast du verstanden? Okay. Ich will dich im Auge behalten. Bleib cool. Bleib cool. Mach dir keine Sorgen. Wir haben es bald hinter uns. Womit eigentlich? Ich hab's getan! Oh.
Ich verstehe ja, dass du misstrauisch bist. Aber was du hier tust, ist strafbar! Verdammt nochmal, du riskierst eine scheiß Bewährung! Ich scheiße auf deine Ratschläge! Hast du das jetzt kapiert? Linda? Genau! Ich bestehe auf eine Abstimmung! Merkt ihr es? Merkt ihr es nicht? Das Miststück macht sich was lustig. Ich sag dir was, Nob, gewöhn dich dran. Solange Phil und Daniel hier nicht gemeinsam wieder einlaufen, hab ich hier das Sagen. Und basta! Ja, jetzt reg dich ab, okay? Sorry, Linda. Sieht wohl so aus, als ließe sich im Moment nichts ändern. Aber es dauert nicht mehr lang, ich verspreche es dir. Dafür werdet ihr alle bezahlen. Ihr elendes Pack. Gut so, gut so, gut so, gut so, meine Kleine. Komm, zeig mal dein wahres Gesicht. Komm. Du weißt Bescheid. Finger weg von der kleinen Furie. Ich muss jetzt mal eben schnell in den Wald. Ich bin gleich wieder da. Seh doch selbst. Er versucht mich zu töten. Walter, wir müssen ihm helfen. Lass Linda los und lass uns über alles reden, ja? Also gut.
Ich bin kein Unmensch! Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde mich jetzt endgültig verpissen. Ihr könnt euch abschlachten, was ihr Bock habt. Oh, Scheiße! Entschuldige, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Da! Was schlägt das euer Fass? Ich weiß es genau! Verdammtes Arschloch! Du meinst diese Tasche? Ja! Wo ist das? Das ist wieder scheiß Tasche! Ja! Wo ist das? Das ist wieder scheiß Tasche! Ja! Mach schon! Klamotten! Oh mein Gott! Ich hab's doch gesagt! Er war's! Und damit er hat alles gewusst! Nein. Ich lass mir diesen Scheiß nicht anhängen. Nob, du darfst ihr nicht glauben. Glaub ihr nicht. Walter, gib mir jetzt das Messer, bitte. Sie war das! Sie hat mir die Scheiße ins Gepäck geschmuggelt, als sie im Zelt war, gestern Nacht! Walter, du musst mir jetzt dein Messer geben. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Das ist absurd! Siehst du das nicht? Ich hätte dir oder ihr Schlechtes antun können! Ich wollte nur schützen! Ich weiß gar nicht, wer mir mich glauben soll! Gib mir jetzt das Messer und den Rest wird die Polizei erledigen, ja? Welche verdammte Polizei! Ist doch klar, dass Daniel sich abgesetzt hat, uns mit diesem Arschloch hier absetzen lassen! Wir sind völlig allein mit diesem Schlechter! Daniel würde mich nie im Stich lassen! Niemals! Versteht ihr? Ja, wenn du dir so sicher bist, dann können wir ja die Bullen doch rufen. Thank you.
Na, wie ist es denn so, ein Mensch tot zu schlagen? Das war doch Notwehr! Das war doch Notwehr! Du hast völlig richtig gehandelt. Aber Phil braucht jetzt Hilfe. Richtig gehandelt? Ich bin mir da nicht so sicher. Was ist, wenn er recht gehabt hatte? Was ist dann? Er war ein Psychopath. Genau wie sein Freund, okay? Und was soll ich der Polizei erzählen? Die Wahrheit. Die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Vielleicht war er gar nicht der Killer. Nein. Ich habe ihn gar nicht umgebracht. Du warst es. Ja, genau, du warst es. Du bist es gewesen. Na, das willst du der unnötigen Ärger einhandeln. Zunächst steht mir Aussage gegen Aussage, okay? Damit kommst du nicht durch. Und wenn ihr die Killer gewesen seid, ha? Nun mach dich nicht lächerlich. Wir müssen jetzt Hilfe für Phil holen, er verblutet. Ich hab's! Wir sind alle niemals hier gewesen. Wir beseitigen alle Spuren und jeder geht seiner Wege. Ja, wir beseitigen die Leichen und wir verschwinden. Ich hab's. Wir kennen uns gar nicht. Wir haben uns nie gesehen. Wir waren nie hier. Okay, ich helfe euch. Aber machen wir schnell. Du bist wahnsinnig geworden, Ob. Warum müssen wir das? Ich habe einen Job zu verlieren. Ich kann mir solche Sachen doch nicht erlauben. Ich verliere meinen Job, meine Approbation, meine Existenz. Ich habe der Polizei wahrscheinlich gerade einen riesen Gefallen getan, indem ich einen Serienkiller aus dem Weg geräumt habe. Und deswegen werden wir jetzt alles beseitigen. Unser ganz normales Leben weiterführen, ja? So tun, als wäre nichts gewesen. Weil nämlich nichts gewesen ist. Oh doch, das kannst du schon. Das kannst du. Reiß dich zusammen, ja? Es geht um deine Existenz genau wie um meine. Also, reiß dich zusammen. Du kannst das. Ja, du kannst das. Ha? Komm jetzt mit, ja? Komm. Wir werden jetzt einen geeigneten Platz suchen, wo wir die Leichen vergraben können. Beseitigen wir hier alle Spuren. Wir gehen zurück zum Ende des Flusses.
holen unser Boot, holen unseren Wagen. Und wir fahren nach Hause. Wir waren niemals hier. Bis man die Leichen entdeckt, da können Wochen vergehen. Vielleicht sogar Monate. Vielleicht werden sie nie entdeckt. Und auf uns wird keinerlei Verdacht fallen. Hast du das verstanden, Susan? Ja. Dann komm jetzt. Noch. Und ein geeignetes Ruheplätzchen gefunden? Ja. Gleich da vorne. Ist ideal. Und wie du hast jetzt zu graben? Der Boden ist ganz locker. Aha. Zunächst können wir mit den Messern arbeiten. Aha. Den Rest müssen wir eben mit den Händen erledigen. Ich bleib hier bei Phil. Ihr könnt eure Leichen alleine wegschaffen. Wir haben vorhin einen gemeinsamen Scheißentschluss gefasst. Also wird jeder helfen, der helfen kann. Okay. Außerdem, je schneller wir damit fertig werden, desto eher kann Phil geholfen werden. Also gut. Okay. Verdammt nochmal, aber dann machen wir schnell. Ja komm, lass uns mit Walter anfangen. Wird hier also gespielt. Darf ich jetzt um einen neuen Vorschlag bitten? Du willst den neuen Vorschlag? Okay, du kriegst ihn. Thank you.
Es läuft genau andersrum. Du lässt sie sofort los. Bleib hier. Du Scheißkerl! Wir haben dir vertraut. Und jetzt willst du uns einfach abmurksen? Was willst du eigentlich von uns? Okay, sorry. Ich hab ein bisschen durchgedreht, okay? Lass mich überlegen. Wir sitzen doch alle in der Scheiße. Wir sind doch Partner. Linda, ich bin Arzt. Glaub mir, Phil hält das nicht lange durch. Vertrau mir. Ich kann euch helfen, aus dem ganzen Scheiß hier heil rauszukommen. Helfen, toll. Hast du erstmal alle Möglichkeiten durch, deinen scheiß Arsch zu retten? Du bist so jämmerlich. Ich sag dir was. Ich für meinen Teil würde deiner Susanne jetzt liebend gern das Gesicht rausschneiden. Dann hat der Walter recht. Was spielt das für eine Rolle? Easy, Mann. Na, da ist unser kleiner Nob aber traurig, dass er einen Unschuldigen abgestochen hat. Scheißgefühl! Du kannst in der beschissenen selbst mit ansparen! Ich will mal nicht so sein. Ich erneuere mein Angebot von vorhin. Ihr kümmert euch um die Leichen und wir beide nehmen euer Boot und verschwinden.
Er muss Ja sagen zum Tod und zum Leiden, zum Kampf, zur Schuld und zum Schicksal. Tut er dies in allem Ernste, dann kann es geschehen, dass er eben im Aushalten der Grenzsituation zu seiner eigentlichen Existenz gelangt. Wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsituation offenen Auges eintreten. Wenn das Wissen um das Wirkliche die Angst steigert, Hoffnungslosigkeit mich in der Angst vergehen lässt, so scheint von der unausweichlichen Tatsächlichkeit die Angst, das Letzte zu werden. Die eigentliche Angst ist die, die sich für das Letzte hält, aus der kein Weg mehr ist, in der ich in den bodenlosen Abgrund der letzten Angst versinke. Das ist die Situation der Verzweiflung, der Blick in das starre Dunkel des Nichts. Das ist der Tod. Watch out for your...